Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer in Berlin auf der AWUS zu einem historischen Sonntagnachmittag, zumindest aus der Sicht des Motorsports. Denn hier auf der Berliner Stadtautobahn wird eine lange Tradition zu Ende gehen. Zum letzten Mal nach 77 Jahren wird hier mit der Top 10 eine Rennveranstaltung stattfinden. Ja, wir haben es gesagt, nach 77 Jahren ist zum letzten Mal hier die Straße gesperrt worden. Warum, wieso, weshalb und wie es weitergeht, dazu mehr in den kommenden zwei Stunden. Nun, was haben wir alles für Sie im Programm? Den vierten Lauf der Deutschen Tourenwagen Challenge. Der Porsche Carrera Cup, der gibt hier mächtig Gas. Und viele kleine Flitzer aus Frankreich im Citroën Saxo Cup, die sorgen hier für Unterhaltung. Dem aber noch nicht genug und damit werden wir auch gleich beginnen. Und zwar mit der Ferrari Challenge. Ja, das ist eine Rennserie für betuchte Gentlemen. Der Kauk, der fasst den zweiten Lauf an diesem Wochenende zusammen. Das ist Karl Baron, der Sieger des ersten Laufs vom Samstag und somit der Polesetter des heutigen zweiten Durchgangs. Neben ihm steht Dieter Weigel aus Herborn, der über den Kartsport den Weg in die Ferrari Challenge gefunden hat. Dritter im dezimierten Starterfeld ist Daniel Künzle, der sich durch eine solide Fahrt am Vortag diese günstige Ausgangsposition sichern konnte. Kein Aktiver hingegen ist Helmut Becker, denn der Ferrari-Händler aus Düsseldorf schickt gleich mehrere Fahrzeuge ins Rennen. Ich habe nie Rennen gefahren, aber ich fahre sehr zügig und ich habe mich immer sehr engagiert für freie Fahrt und faire Fahrt und finde, dass die Challenge, ein Gentleman-Driving, ein ganz wichtiger Faktor ist zwischen Formel 1, Sie sehen ja, ich habe Schumis Auto hier auf meiner Schlips und eben zum normalen Autofahrer hin. Das ist die Aufwärmrunde für das dezimierte Feld, wie wir es hier nochmal in der grafischen Auflistung sehen. Also Baron vorne vor Dieter Weigel, dahinter Künzli und Frenzel. Als bester Starter der Gentleman Klasse 2 startet Zednek Olubowski aus der dritten Reihe. Das sind diejenigen Fahrer, die über etwas weniger Motorsporterfahrung verfügen. Dann wird es ernst für die Piloten, die Fahrzeuge begeben sich in die Startaufstellung. Die grüne Fahne, dass das Feld steht, die 5-Sekunden-Tafel. Alle Helfer müssen bis jetzt schon lange raus sein, die Ampel auf Rot. Grün und das Feld setzt sich in Bewegung. Karl Baron im Bildvordergrund erwischt einen sehr guten Start. Ebenso Dieter Weigel, der Zweitplatzierte, und Daniel Künzli. Ich sagte es bereits, ein dezimiertes Starterfeld, denn nur 11 Fahrzeuge sind noch in Rennen. Denn neben Karl Poja, dem gestern das Auto in Flammen aufging, ist auch Mitfavorit Bruno Staub nicht mehr im Starterfeld zu finden. Denn seinem Team war eine Blitzreparatur des defekten Kühlsystems von gestern zu riskant. Dann der erste Angriff von Dieter Weigel aus dem Teamauto Becker. Er setzt sich neben Karl Baron und geht außen am Führenden vorbei. Der, ganz gentlemanlike, gibt sich hier geschlagen und lässt Weigel ziehen. Technisch aufgewertet wurde diese seriennahen Fahrzeuge gegenüber dem Vorjahr durch einen neuen Heckspoiler. Dieser individuell einstellbare Flügel ermöglicht eine deutlich bessere fahrwerkstechnische Feinabstimmung der Autos. Und kein geringerer als Nicola Larini, den Motorsportfreunden als Formel 1 Testfahrer und STW-Pilot bekannt, war an dieser Neuentwicklung des Evolutione beteiligt und fuhr bei Testfahrten prompt 1,5 Sekunden schneller als im 97er Modell. Dann in der siebten Runde der erwartete Gegenangriff von Baron auf die Spitzenposition. Und nicht wie sein Konkurrent vorher außen, sondern auf der günstigeren Innenbahn zieht der Wiener an Dieter Weigel vorbei. So sieht der Stand aus nach 11 von 20 zu fahrenden Runden. Baron vor Weigel und Künzli. Und als bester Fahrer der Klasse 2, aber doch schon mit deutlichem Rückstand von über 39 Sekunden, Zednek Olubowski. Das sind Karl Opitzhauser mit der 35 und eben Zednek Olubowski, der ebenfalls sein Glück am Ende der Geraden in der Südkurve versucht.
Das gelingt auch in einem sehr fairen Manöver und Orlobowski verbessert sich auf Platz 5 der Gesamtwertung. Und dann ist es soweit, noch eine Runde für den Führenden. Und es wird ein sicherer Doppelsieg für Karl Baron an diesem Wochenende, der zu seinen 40 Punkten aus den zwei Siegen noch 20 Bonuspunkte bekommt. Ein Saisonauftakt nach Maß also für den Wiener, der hier sicher den Doppelsieg nach Hause fährt. So sieht das Ganze in der Übersicht aus. Baron vor Weigel und Künzli. Als bester Fahrer der Klasse 2 ist Orlobowski auf Position 5. Und die Schmach der Überrundung müssen die Fahrer ab Position 8 auf sich nehmen. Betroffen davon heute Avellone, Vidal und Robski. Herr Baron, zweiter Sieg, aber in der Mitte des ersten, also des Laufes jetzt gerade, da haben Sie ein bisschen geschwächelt. Ja, ich habe von Anfang an scheinbar meinen Gegner ein bisschen unterschätzt. Wo ich muss sagen, der Dieter Weigl ist, glaube ich, einer der Hauptkonkurrenten dieses Jahr. Ich habe mir das im Training schon mal gedacht, aber gestern im ersten Lauf dürfte er Probleme mit der Tankanlage gehabt haben. Das habe ich nicht gewusst. Ne? Auf jeden Fall, heute ging sein Auto ganz gut und ich denke, wir werden uns dieses Jahr noch öfters bekämpfen. Ein weiteres Gastspiel in der Top 10 wird die Ferrari Challenge beim Saisonabschluss in Hockenheim geben. Ja, auch die DTC, die hatte gestern schon ihren ersten Lauf hier auf der Arvus. Falls Sie den vielleicht verpasst haben sollten, macht das nicht so viel, denn wir haben für Sie jetzt zur Einstimmung, weil der zweite Lauf in wenigen Minuten startet, die Zusammenfassung dieses ersten Laufes. Wer sagt, Rennfahrer seien nicht lernfähig? Herrschte in der DTC im letzten Jahr in der Startphase eher Chaos vor, glänzen die Piloten bislang durch Disziplin. Selbst beim Einfädeln in die berüchtigte Spitzkehre war alles so, wie es sein sollte. Es gab keine Fouls. Wie ein Profi sich lästigen Ballastes entledigt, demonstrierte der Berliner Lokalmatador Mario Hebler. Wenig später schied er dann allerdings aus. Materialbruch beim Verschalten im Vollgas vom dritten in den zweiten Gang statt in den vierten. 14.000 Umdrehungen hielt auch der nagelneue eingebaute Motor nicht aus. Dass zu dichtes Auffahren nicht gut ist, bekam Johannes Rehm zu spüren. Der Auspuff von Jochen Stenzels Astra durchbohrte den Ölkühler des Rehmschen Calibra. Ein Kuss mit Folgen. An der Spitze des Feldes tobte das Calibra-Duell zwischen Michael Funke in Rot-Weiß und Stefan Kissling. Der Trainingsschnellste übernahm Mitte des Rennens die Führung und zog davon. Der Doppelsieger von Oschersleben, Thomas Winkelhock, balgte sich derweil um Rang 8. Mittelfeld statt Führung ein ganz anderes Fahrgefühl. Man muss dann schon seine Gegner, die wo hinter einem oder vor einem sind, ein bisschen im Auge haben wegen der Kehre unten, wegen dem Anbremsen. Und nicht, dass man sich selber verbremst und einem hinten reinfährt. Oder dass wenn von hinten einer kommt und unbedingt noch reinbremsen möchte, dass der einem ins Auto fährt. Das kann unter Umständen schnell gehen. Ein Dreher, kein Ausweichplatz und... Gegen alle Erwartungen ist diesmal nichts passiert. Avus Light, keine Unfälle, nur die üblichen Verbremser. Solange man sich selbst ins Abseits jagt, kein Problem. Nur dann, wenn die Spitzenfahrer beim Überrunden behindert werden, wie gleich zu sehen durch Rüdiger Seifert. Michael Funke kam noch vorbei, Chris Nissen im Hohen Estergolf nicht mehr. Eine Aktion mit Folgen, Seifert wurde disqualifiziert und für heute gesperrt. Ja gut, wenn man jemanden überrundet und er selbst hatte nach hinten absolut keinen Gegner mehr gehabt. Man blinkt ihn mehrmals an aus der Spitzkehre hoch und er blockiert einen dann. Und er sieht, dass ich mit dem Chris noch kämpfen musste, um überhaupt meinen dritten Platz zu halten. Und er macht uns dann zu, man muss mit aller Gewalt vorbeipressen, sodass er einem schon ins Auto fährt. Finde ich nicht unbedingt eine faire Aktion. Gut, die Quittung hat er bekommen, wie ich eben im Fernsehen gesehen habe. Er beklagt sich zwar jetzt darüber, aber ich bin der Meinung, er muss sich da selbst an die Nase packen. Nicht mehr zu packen war Stefan Kissling. Erster DTC-Sieg für den GT-Cup-Umsteiger im hauseigenen Calibra vor Marc Simon auf Escort und Michael Funke. In der Gesamtwertung bleibt Thomas Winkelhock vorne. Die Jäger rücken aber immer näher. 1,660 Kilometer lang. Wir erleben heute 29 Runden, eine Distanz von über 77 Kilometer. Es geht voll die Startzielgerade hinunter im fünften Gang. Anbremsen dann bei 225 Stundenkilometer, prügelhartes Einbremsen. Es geht zum langsamsten Streckenpunkt der ganzen DTC-Saison. 30 Stundenkilometer im ersten Gang, eigentlich ein Motorsport-Anachronismus.
Viele sind deshalb nicht ganz traurig, dass es das letzte Rennen hier auf der Avus sein wird. Rausbeschleunigen bis im vierten Gang, hoch bis 160. Im zweiten Gang durch die Schikane, die man sehr sauber fahren muss, denn die Begrenzungsteller enorm hoch. Der Unterboden ist da schnell im Eimer. Dritter Gang 120 durch die zweite Schikane, wo nur ein Auto durchpasst. Wer es mit Zweien versucht, der endet so wie Rüdiger Seifert gestern. Wir haben es in der Zusammenfassung gesehen. Im dritten Gang mit Tempo 100 rein in die Nordkurve, durchs Fahrerlager hindurch oder besser gesagt entlang. Ende, Ausgangs der Kurve, dann volles Herausbeschleunigen im vierten Gang. Da das Tempo schon 160 und da geht es relativ knapp an einer aufgestellten Betonwand entlang. Also da heißt es auch ein bisschen Mut zeigen. Das Fahrerfeld ein bisschen gerupft, nicht nur weil Traudl Klink ausfällt. Die beiden Fahrer aus der Julius-Mannschaft wegen Motorschaden ebenfalls nicht dabei. Aber mit der zweiten Pole-Position an diesem Wochenende Stefan Kissling vor Michael Funke, der im ersten Lauf Dritter geworden war. Chris Nessen auf dem hohen Ester Meistergolf mit Marc Simon, der zu Ford gewechselt ist ins MES-Team. Dann Thomas Klenker auf dem Oettinger Motorsportgolf und Alexander Schuler neu in der Mannschaft von Wolf Racing auf einem Escort. Michael Gerhardt, der Siebtplatzierte aus dem ersten Rennen neben Dirk Adorf, dessen Krause BMW immer besser ins Rollen kommt. Markus Gedlich, gehandicapt durch Öldruckverlust, der noch Neunter im ersten Lauf, daneben Thomas Winkelhock, der Gesamtführende. Chris Vogler auf dem Eigner Calibra, der Mann, der Comics aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt, und Tino Altonen, der fliegende Finne. Wolfgang Kaufmann, zum letzten Mal 92 mit einem Formel 3 auf der Avus unterwegs, mit dem erstaunlichen Neuling Marc Strelo. Mirko Struck auf dem zweiten Altonen BMW und Gero Schwing mit dem einzigen Peugeot im Feld. Mario Hebler, der Lokalmatador und Motorterminator des ersten Rennens mit Helmut Kreis. Manfred Volk auf BMW hätte neben Jochen Strenzler auf dem Astra von Rudi Wolf eigentlich stehen sollen. Der hatte allerdings 5 Kilo Untergewicht nach dem Zeittraining, wurde disqualifiziert. Horst Schäbler im Lauderbach Golf haben wir gesehen, dann Rainer Noller und Roland Hertner, Duell BMW gegen Ford. Reihe 12, Jörg Breuer, der letztjährige GT-Cup-Meister mit Jens Denker auf dem VW Golf GTI. Fritz Tschirschwitz, der Mann mit dem fast unaussprechlichen Namen, und Traudl Klink, die ja nicht dabei ist, wie wir eben selber gehört haben. Johannes Rehm, der kaputte Ölkühler wurde gewechselt. Lothar Landgräbe auf dem einzigen Seat Toledo. Stefan Neuberger und Andreas Klinge wurden hier annonciert. Stefan Neuberger wollte auf den Start allerdings verzichten, denn er hatte einen Haarriss an der Hinterachse festgestellt. Und das war ihm dann doch etwas zu riskant. Und ganz hinten dann Stefan Röhmhild. Aber ich bin mir sicher, da wird er nicht bleiben. Er immer mit viel Herz unterwegs. Die Einführungsrunde läuft. Das ist die ominöse Schikane. Sie sehen, wie hoch diese Teller sind. Wer da voll drüber schrubbt, der hat unter Umständen keinen fahrbaren Untersatz mehr im Anschluss. Handicap-Gewichte gibt es ebenfalls. Thomas Winkelhock aufgrund seiner 2 Siege in Oschersleben mit der Maximalzuladung von 60 Kilogramm. Rüdiger Julius aufgrund des Motorschadens nicht dabei. Und Wolfgang Kaufmann muss mit 10 Kilo Zuladung leben. Das wird ihm nicht so schwer fallen. Er hat ganz andere Probleme an seinem Oettinger Motorsportgolf, denn der Wagen hat permanent Aussetzer. Kleiner Crash beim Aufwärmen. Wer ist das? Gero Schwing. Kaum zu glauben, aber war kurzer Zwischenstopp in der Leitplanke. Da waren die Reifen wohl noch etwas kalt, ein bisschen zu schwungvoll aus der Spitzkehre herausgegangen, die wirklich ganz enorm spitz ist. Wer da den falschen Einfallswinkel hat, kommt einfach ums Eck nicht mehr herum. Wir sehen, er rollt wieder mit dem Peugeot, zwar leicht angeschlagen, aber er wird beim fliegenden Start, beim Indianapolis-Start jetzt mit dabei sein. Es geht ums Fahrerlager herum durch die langgezogene Nordkurve. Hier heißt es Herz zeigen, Vollgas geben, rausbeschleunigen. Ansonsten ist der Speed für die 1,3 Kilometer lange Gerade nicht da. Die Ampel ist an. Umschalten innerhalb von 4 bis 7 Sekunden. Und Stefan Kissling auf der Innenbahn mit der Pole Position. Marc Simon überholt bereits Michael Funke, der ganz schlecht aus die Puschen rausgekommen ist. Verliert da eine Position nach der anderen. Offensichtlich technische Probleme bei Michael Funke. Das wäre ganz bitter. Der ist in den ersten beiden Läufen in Oschersleben aufgrund technischer Defekte jeweils in Führung liegend bereits ausgeschieden. Stefan Kissling auf dem Calibra gleich mit einem respektablen Vorsprung. Kann natürlich jetzt auf der Ideallinie durch diese Spitzkehre gehen. Drücken wir die Daumen, dass alle wieder so diszipliniert sind wie gestern. Bislang keine Fouls, keine Tuschierungen, nur ganz leichtes Anklopfen, ein bisschen Lackabrieb, aber das ist, weiß Gott, im Rahmen in einem solch kompakten Feld. Aufgrund der streckenbedingten Schwierigkeiten nur 32 Fahrzeuge zugelassen und wir sehen es,
alles ist gut gegangen. Jetzt allerdings der erste grobe Dreher und das sieht schlecht aus. Roland Hertner ist das mit dem Wolf Racing Escort, voll eingedetschtes Vorderteil. Und da läuft alles aus, was auslaufen kann. Leichte Feuerbildung unter dem Fahrzeugboden. Da sollten Sie erst einmal nicht die abgerissenen Stoßstangen wegräumen, sondern den Feuerlöscher bereithalten, damit sich hier nichts noch drüber entzündet. Spitzenduell, Attacke von Thomas Klenke gegen den führenden Stefan Kissling. Beschleunigungsduell Golf gegen Opel Calibra. Herrlicher Zweikampf an der Spitze. Wer zieht als erster zurück? Kissling hat die günstigere Außenbahn, aber Klenke schiebt sich davor, zieht dann nach außen, um im idealen Winkel durch die Kehre zu kommen. Und Sie sehen, wie der Golf da entlastet, wie das Hinterrad auf der linken Seite hochgeht, weit in der Luft steht. Enorme Materialbelastung beim vollen Einbiegen hier in diese Kurve. Natürlich werden vor allem rechts vorne die Reifen kräftig hergenommen, vor allem bei den Fronttrieblern, die das ganze Gewicht durch den Motor vorne, durch den Antrieb vorne, natürlich genau auf dieser Walze liegen haben. Und zieht der davon? Ist das zu glauben? Thomas Klenke, gestern im ersten Rennen hier auf der Arvus, da war er Achter. Chris Nissen auf der dritten Position liegend, steht mächtig unter Druck, bekommt da Riesendampf verpasst von Alexander Schuler, der nicht nur auf dem Fahrrad schnell ist. Chris Nissen wäre eigentlich auch für das Radfinale heute qualifiziert gewesen, hat darauf verzichtet, wollte sich schonen. Und da sehen wir den Einschlag von Roland Hertner. Und der war, weiß Gott, nicht von schlechten Eltern. Glück, dass die im folgenden Piloten alle ausweichen konnten. Sonst hätte es von hinten nochmal einen kräftigen Schub gegeben. Nissen auf dem hohen Ester, Golf auf dem Meisterfahrzeug. Findet sich immer besser zurecht in dieser DTC. Man hat einiges am Auto getan. Und für mich, ich gebe es ganz ehrlich zu, erstaunlich, wie stark die Golfs hier im Feld sind. Da haben alle ganz extrem mit den Calibras gerechnet, aber in der Spitze nur der von Stefan Kissling. Marc Simon sehen wir hier auf dem komfortablen fünften Platz. Das ist seine Renntaktik. Während wir Helmut Kreis im Opel Calibra bereits in der Boxengasse sehen, er wird aussichtslos zurückfallen. Schlechtes Wochenende für ihn. Gestern der Ölkühler kaputt, jetzt der frühe und planmäßige Zwischenstopp. Und Stefan Kissling, er saugt sich wieder heran im Windschatten. Und Ford Escort-Pilot Marc Simon erklärt uns jetzt einfach mal, wo der Vorteil des Calibras auf der Arvus liegt. Ja, also hier auf der Arvus würde ich sagen, der Calibra hat den klar besseren CW-Wert. Wir sind mit dem Fahrwerk hier auch ganz gut sortiert. Und wie gesagt, über die Distanz muss man sich halt das Rennen einteilen. Kissling jetzt wieder vorne, er hat den CW-Wert, den optimalen Windschlüpfrigkeitswert auf der langen, langen Geraden mit dem Topspeed ideal ausgenutzt, aus dem Windschatten des Golfs von Thomas Klenke rausgetaucht und respektlos vorbeigezogen. Ein ganz sympathischer junger Mann, der hier seine Kreise an der Spitze zieht, während wir uns mal ganz kurz informieren, was mit dem Helmut Kreis los ist. Sabine, bitte. Ja, Herr Kreis, hier wird ordentlich Krach gemacht, hinten am Kotflügel. Wo sind Sie denn gegengetitscht? Ja, hier ist in der Schikane jemand draufgefahren, hat auf meinem Auto abgebremst. Das war der gelbe Peugeot von Schwing, glaube ich. Ich finde einfach, dass diszipliniert im ersten Umlauf muss er disziplinierter fahren hier. Auf so einer Strecke, weil so kann man nicht fahren, dass man einfach auf seinen Mitbewerbern um Heck bremst. Das ist also unschön, sowas. Bringt mich um alle Chancen, vernünftige Platzierungen zu fahren. Hier ist nochmal ziemlich eng auf der Arvus. Gut, weiter mit dir, Peter. Ja, der Gero Schwing, noch ein ganz junger Bursche. Und wir haben ja gesehen, in der Aufwärmrunde war er schon kurz in der Leitplanke. Der hat offensichtlich ein paar Handlingsprobleme. Vorne am Radkasten, da pfeift das Rad schon bei Stefan Kissling. Da war weißer Rauch. Und die Attacke vollzogen Alexander Schuler an Thomas Klenke vorbei, jetzt auf Rang 2 mit dem Wolf Escort. Wir werden einen Ausritt sehen von Stefan Röhmhild. Ich habe ihn ja versprochen, dass der mit vollem Herz hier fährt, volles Risiko. Was bleibt ihm auch anders übrig? Sonst kommt er von der letzten Position nicht weg. Da hat er ein bisschen zu viel Wollen in der Schikane. Und ab geht's für Stefan Röhmhild ebenfalls in die Boxengasse hinein. Also auch er ganz offensichtlich mit technischen Problemen an seinem Opel Astra GSI 16V.
Da kann er gleich mal ausrechnen im Kopf, was sowas kostet. Stefan Röhmhild, einer der Piloten hier im Feld, der gleichzeitig auch eigener Teamchef ist. Und schauen Sie sich an, wie schnell der Alexander Schuler da unterwegs ist mit dem Ford Escort RS 2000 des Wolf Racing Teams. Hat ja vorher ein identisches Fahrzeug gehabt, aber er sagt, kein Vergleich zu meinem eigenen Escort. Der vom Wolf Racing, das ist eine ganz andere Welt, der läuft gleich ganz anders. Es kommt auf das Ergebnis von diesem Wochenende an und dann werden wir schon sehen. Ich habe schon die Hoffnung, dass ich weiter bei Walter Wolf fahren darf. Er sitzt ja in dem Auto, das letztes Wochenende in Oschersleben noch von Armin Hane pilotiert wurde. Wir sehen den Zwischenstand nach 5 Runden. Und ich kann hier über den Fensterrand kurz rausschauen. Das Auto der Astra von Stefan Röhmhild kräftig am Dampfen und Sabine Köhne steht bereits bei ihm. Also runter in die Boxengasse. Problem war eben. Ja, der Stefan, der versucht mir gerade zu erklären, was er mit seinem Motor ist. Der ist hinüber. Ja, ist jetzt, die Temperatur ist schlagartig in die Höhe gegangen. Und wir haben eben das Problem gehabt, dass gestern vom zweiten Zeittraining unser Motor hochgegangen ist. Haben dann eine Nachtaktion gemacht, haben wirklich geschraubt bis heute früh. Und ich durfte das Warm-up leider nicht mitfahren. Das wäre für uns nochmal ein Test gewesen, ob das Auto fährt. Wir sind also mit dem Risiko ins Rennen gegangen, hier nicht zu testen im Warm-up. Und das Resultat ist eben jetzt, das Wasser ist weg und schade. Finde ich auch. Tja, ohne Wasserkühlung, da ist der Motor sofort hinüber. Das war ein teures Wochenende für ihn, auch wenn er beim Radrennen so gut abgeschnitten hat. Er wird mit wenig guten Erinnerungen hier abreisen. Was bekommen wir da geboten von unserem Regisseur Bernd Schneider? Bernd Krämer natürlich. Sorry, Helmut Kreis war das. Der dreht sich ab. Zurückgegangen nach seinem unfreiwilligen Boxenstopp. Wahrscheinlich mit viel Wut im Bauch ins Rennen. Aber da muss man einen kühlen Kopf bewahren. Vor allem in dieser ominösen Spitzkehre. Und noch einmal eine Zeitlupen-Einspielung von Bernd Krämer. Bin gespannt, was er uns dazu liefern hat. Einen fulminanten Verbremser von Rainer Noller aus dem KFM-Motorsport-Team, der da gerade noch mal so durch diese Hochgeschwindigkeitsschikane kommt. Und Helmut Kreis wieder zurück in der Boxengasse. Also kein schöner Rennsonntag für ihn. Ich denke, der wird jetzt auch abschnallen und aussteigen. Der wird keine Lust mehr haben. Stefan Kissling nach seinem zwischenzeitlichen Führungsverlust setzt sich jetzt aber doch erheblich vom Feld ab. Und er fährt trotzdem am Limit. Das haben wir hier beim Anbremsen gesehen. Er traut dem Braten noch nicht so ganz. Will alles rausholen, um möglichst weit von den anderen wegzukommen. Michael Funke startet eine Aufholjagd. Liegt momentan an der 7. Position. Ganz stark unterwegs Dirk Ardorf. Vor ihm Chris Nissen. Da haben wir Chris Nissen. Der Bestrafer, wenn man so will. Der Rüdiger Seifert gestern, dessen eher unverzeihliche Fahrweise angezeigt hat. Schönes Paket. Wir sehen den Kampf um die Positionen 3, 4, 5 und 6. Marc Simon steht zur Überrundung an. Das ist eine kleine Überraschung. Er wird ohne Frage technische Probleme haben. Anders kann ich mir das nicht erklären. Der war so optimistisch vor dem Rennen hier. Aber Chris Nissen sitzt ihm da schon kräftig im Windschatten. Und Marc Simon wird hier durchgereicht auf dem Computer Position für Position. Der Mann mit der 35, der gerade aus dem Bild unten am Rand verschwunden ist. Also da habe ich mich täuschen lassen von unserer Computereinblendung. Kann aber passieren, das sind halt einfach die technischen Hilfsmittel, die wir zur Orientierung haben. Da heißt es, da gibt es Transponderprobleme für die Computerübertragung. Deshalb wird er hier durchgereicht, der Marc Simon. Hätte mich jetzt auch irgendwo schwer gewundert. Gestern war er noch Zweiter im Rennen hier auf der Avus. Und in der Anfangsphase bereits nach 8 Runden ein technisch bedingter Zurückfall.
hätte ich mir kaum erklären können. Also, der Marc Simon, der liegt noch ganz vorne mit in der Spitze. Nämlich direkt vor Chris Nissen auf Position 4. Da werden Sie zu Hause am Bildschirm, der Herr Papa, schon einen Schreck bekommen haben. Entschuldige mich in aller Form für diesen Fauxpas, aber auf unserem Computer steht er immer noch auf Rang 18. Er ist Vierter. Lassen wir uns nicht beirren, glauben wir unseren eigenen Augen. In dem Fall besser. Der Gardorf versucht, das Tempo von Michael Funke mitzuhalten, der einen völlig verpatzten Start hatte, von Position 2 auf Rang 7 zurückfiel. Aber er kann hier noch einiges rausholen in diesem Lauf. Der Calibra, vor allem in der Endgeschwindigkeit, unglaublich gut. Und schauen Sie sich diesen Abstand an. Stefan Kissling auf Alexander Schuler. Die Attacke von Marc Simon gegen Thomas Klenke. Hat sich da schon mal breit gemacht, gezeigt in den Rückspiegeln des Piloten aus Porta Westfalica. Das wird sicherlich ein beinharter Zweikampf zwischen den beiden jetzt in den nächsten Runden geben. Und da hinten sehen wir im rot-weißen Opel Calibra Michael Funke, der mit Stefan Kissling wunderschöne Windschattenspiele betrieben hat im offiziellen Zeittraining. Deshalb nicht von ungefähr die beiden ganz vorne, aber diese Windschattenspiele, die müssen auch professionell durchgeführt werden, wie er uns das jetzt erklärt. Ja, also optimal ist, wenn man hier Anfang der Geraden zusammen aus der Kurve rauskommt, auf den Vordermann aufläuft, vielleicht gut mit Schieben ist bei den Geschwindigkeiten, kann man nicht machen, dass der Vordermann vor dem Anbrennpunkt einfach ausschert, damit man freie Bahn hat. So, und wenn wir Marc Simon da gerade gesehen haben, dann gibt es dann doch den Schrecken für den Herrn Papa und für den Bruder, der hier im Porsche Carrera Cup heute auch schon am Start war. Marc Simon wird soweit zurückgestuft, jetzt auf Rang 11, weil er einen Frühstart hingelegt hat. Die Rennleitung hat ihm eine 30-Sekunden-Strafe auferlegt. Das wurde bereits in der Zeitnahme bei uns alles aufaddiert. Und deshalb wird er auch da eingestuft, wo er laut dem Zeitabstand dann im Endklassement liegen wird. Da müssen wir jetzt mal so ein kleines bisschen mitrechnen bei ihm. Er liegt zwar offiziell noch vor dem vierplatzierten Nissen, also inoffiziell hier optisch gesehen natürlich, im Computertableau wird er momentan an Rang 15 geführt, der Marc Simon. Also doch kein technisches Übermittlungsproblem. Da war er einfach ein bisschen zu früh auf dem Gasfuß. Denn das Tempo wird vorne am Start bestimmt vom Polsetter und von niemandem sonst. Kleiner Quersteher von Dirk Adorf, der den BMW aber gekonnt einfängt. Gut, dass Michael Gerhardt nicht sofort durchgestoßen ist, sonst hätte ihn das zurückschwingende Heck von Dirk Adorfs BMW voll erwischt. Attacke von Marc Simon gegen Thomas Klenke. Spitz auf der Innenbahn, jetzt muss er weit ausholen. Klenke kann aber nicht kontern und eben wieder durchziehen. Man sieht, der Speed ist da beim MES Ford Escort von Marc Simon. Und Chris Nissen, der liegt dahinter, hat momentan einen prima Logenplatz, um das Ganze zu betrachten. Dem wäre es sicherlich lieber dem Dänen, wenn er da voll mitmachen könnte in diesem Kampf. Die Spitze, Stefan Kissling vor Alexander Schuler. Dann optisch gesehen Marc Simon auf Rang 3, aber aufgrund der 30-Sekunden-Strafe ist Thomas Klenke der Dritte. Dann folgt Chris Nissen. Dahinter Michael Funke, Dirk Adorf, Michael Gerhardt, Tino Altonen und Thomas Winkelhock, der Gesamtführende, momentan auf Rang 9. Wird langsam zappenduster hier über Berlin. Ich hoffe, es bleibt die gesamte Renndistanz über trocken, denn Regen, das wäre fatal. Erstens, weil alle auf Slicks unterwegs sind und zweitens ist der Rennkurs hier eine Stadtautobahn, die A115. Da gibt es naturgemäß relativ viele Spurrinnen und wenn da dann Wasser drin steht, na grüß Gott, meine Herren. Also das muss ich dann nicht unbedingt erleben. Das wird ein Spektakel.
auch so das Rennen spannend genug. Sie sehen, da hängen schon wieder Teile weg am BMW von Tino Altonen. Der hat da auch schon Kollegenkontakt gehabt. Hinter ihm im Windschatten Thomas Winkelhock mit der 60 Kilo Zuladung. Über die er natürlich, weiß Gott, nicht glücklich ist, aber aufgrund der Erhaltung der Chancengleichheit dieses Reglement sehr ausgefeilt. Sehr gut, da kann keiner von Beginn der Saison an enteilen. Siege werden ein bisschen bestraft, da gibt es Zuladung. Und diese Zuladung, die ist deutlich zu spüren. Thomas Klenke macht das ganz geschickt, der reibt sich hier nicht auf im Zweikampf mit Marc Simon. Während Fritz Tschirschwitz schon mal zu Kaffee und Kuchen abhauen kann, für ihn ist der Rennsonntag wohl auch beendet. Michael Funke hat Blinker gesetzt. Signal für Marc Strelo. Oder nicht. Funke momentan auf Rang 7. Strelo im Citroën Xara vor ihm fahrend mit den aufgeblendeten Scheinwerfern. Dieser Citroën Xara neu in der DTC. Aber Sie sehen, er zieht Michael Funke auf und davon. Der hat ganz offensichtlich technische Probleme. Anders ist dieser Rückfall nicht zu erklären. Vielleicht einen Gang verloren, wie so viele Piloten gestern schon im ersten Rennen. Da ging entweder der zweite Gang flöten, bei vielen der fünfte. Das ist auf dieser Rennstrecke natürlich fatal, auf dieser langen, langen Geraden. Ohne fünften Gang kaum zu machen. Fritz Tschirschwitz, der Strahlemann im Feld, der längste bei Sabine König. Die Veranstaltung auf der Avus ist für Sie jetzt auch zu Ende, das allerletzte Rennen. Was haben Sie für einen Defekt hier? Ich habe keine Leistung mehr. Und es hat schon in der ersten oder heute frühen Warm-up angefangen. Und es hat sich jetzt fortgesetzt. Und jetzt haben sie mich gleich überrundet, bevor ich irgendeinen Scheiß baue oder gar nicht mehr mitkommen habe, lieber aufgehört. Vielleicht kann man noch was retten vom Motor. Alles klar. Und da kommt auch schon der Nächste in die Boxengasse. Ja. Sah schon einigermaßen ramponiert aus, der Eigner Opel Calibra, in dem Michael Funke sitzt. Und der war in der Boxengasse. Also, wieder mal ein sehr, sehr durchwachsenes Wochenende für den großen Meisterschaftsfavoriten. Im letzten Jahr nur geschlagen von Jürgen Hohenester, knapp in der Gesamtwertung. Aber diese Rennsaison, sie läuft, weiß Gott, nicht nach Maß für den Topathleten aus Meerbusch. 2-0 in Oschersleben, zweimal ausgefallen, in Führung liegend. Und hier schon wieder das frühzeitige Aus nach Rang 3 gestern. Sah so aus, als ob sich da eine Pylone verklemmt hätte unter dem Fahrzeugboden. Und der sieht, weiß Gott, nicht glücklich aus, der Michael Funke. Jetzt fährt er in der Gesamtwertung natürlich noch weiter zurück. Und hinter ihm parkt sein Teamkollege Chris Vogler. Oh, oh, rabenschwarzer Sonntag für die eigene Mannschaft. Das sieht nicht gut aus. Gemeinsames Parken in der Boxengasse. Wir fragen mal nach den Gründen. Ja, Michael Funke, eigentlich müssen Sie jetzt stocksauer sein. Und das sind Sie bestimmt auch, oder? Ja, klar. Ich habe gerade ein Bremsversagen gehabt vor der Nordkurve. Ich bin dann für sich froh, dass ich das Auto abgefangen habe. Und unter dem Wagen haben wir gerade gesehen, war auch eine Pylone. Bitte? Unter dem Wagen haben wir gerade gesehen, war auch eine Pylone verhakt. Ja, ich bin quer durch die Schikane gefahren, weil es die einzige Chance war. So viel Pech, was Sie haben jetzt bei den ersten zwei Saisonrennen. Unglaublich. Danke. Eine weitere abgerissene Pylone, die steht in der zweiten Schikane. Da stehen diese rot-weißen Dinger als Begrenzung, aber die werden relativ frühzeitig schon immer weggeräumt. Schlecht, wenn so ein Teil sich natürlich am Fahrzeugboden verklemmt und man das Ding mitschleift. Und Stefan Kissling zieht an der Spitze weiter einsam seine Kreise. Er läuft auf zu weiteren Überrundungen. Lothar Landgräbe macht da ganz fair Platz mit seinem Seat Toledo, greift in den Spitzenkampf nicht ein. So sollte es auch sein. Chris Vogler bei Sabine Köhne. Ja, der Chris Vogler, der hat jetzt gerade seine Vorderhaube da angeguckt mit dem Licht auch da vorne. Auch nur den Kopf geschüttelt. Ja, gut, ich meine, das ist jetzt nicht so tragisch, aber es ist wieder das Getriebe kaputt gegangen. Also, ich bin ein bisschen platt heute. Versteht die Welt nicht mehr? Ja, gut, was soll ich da noch verstehen? Ich habe das zweimal das Gleiche passiert. Ich habe nur noch den zweiten Gang jetzt gehabt. Kann man streichen, komplett. Gut, danke. Er hat letztes Jahr im Golf schon immer Getriebeprobleme gehabt. Vielleicht sollte man ihm mal eine Automatik einbauen. Vielleicht ist das Rätsels Lösung.
Stefan Kissling macht Jagd auf Horst Stäbler. Eine weitere Überrundung steht an. Horst Stäbler im Lauderbach-Golf. Grippe geschwächt hier an diesem Wochenende, hat tapfer aber die Radrennen durchgezogen und ist immer in der Spitze mitgefahren, trotz Grippe. Also der Mann ist wirklich topfit. Der Seat Toledo mit Lothar Landgräbe hält sich tapfer im Windschatten von Marc Simon. Der hat also jetzt einen Puffer zwischen sich und Thomas Klenke geschoben. Attacke von Michael Gerhardt gegen Dirk Ahrdorf. Es geht um die fünfte Position. Gebhardt schön vorbei im wilden Driff Ahrdorf mit dem Versuch zum Kontern. Gero Schwing macht da brav Platz mit dem Peugeot. Oh, geht jetzt hier die Post ab. Einer muss zurückstecken. Nebeneinander geht's nicht durch die Schikane. Wer steckt zurück? Ahrdorf. Da hat Gebhardt knüppelhart Gerhardt durchgehalten. Ein Spiel der Nerven. Und Ahrdorf sofort sich wieder wie ein Saugnapf finden an den Golf rangeklemmt. Und wir hören gerade aus der Boxengasse, wie gestern schon im Rennen, Thomas Klenke ohne vierten Gang. Zwei miteinander das gleiche Pech also. Da hat auch die Mannschaft von Oettinger Motorsport die ganze Nacht Getriebe auseinander gebastelt, zusammengesetzt, ins Auto wieder eingebaut. Hier sind die Lichter im Fahrerlager einfach nicht ausgegangen, um dann im zweiten Rennen den gleichen Defekt zu erleiden. Sowas macht nachdenklich. Da gibt es also noch bei einigen etliches auszusortieren, aber bis zum nächsten Rennen sind ja 5 Wochen Pause. Bis dahin ergötzen wir uns aber noch an diesen beinharten Duellen, wie hier zwischen Michael Gerhardt und Dirk Ahrdorf. Die schenken sich wirklich nichts. Klasse Motorsport hier in der deutschen Tourenwagen-Challenge. Wenn das nichts ist. Gero Schwing in der Box. Es hat sich so ein bisschen angebahnt. Ging mit der Einführungsrunde schon nicht so richtig los. Für den jungen Mann verpatzter Rennsonntag auch für ihn. War noch so verzweifelt, Dirk Ahrdorf. Im Krause BMW in Oschersleben, da lief überhaupt nichts im Vergleich zum Oschersleben-Test. Waren sie da pro Runde 3 Sekunden langsamer. Keiner wusste so richtig, warum. Nach den Rennen hat sich dann herausgestellt, der Cut hat nicht richtig gearbeitet. Hat enormen Leistungsverlust gebracht. Man hat das in den Griff bekommen. Wie gut, sieht man hier im Rennen. Gestern war er bereits 10. Momentan auf Rang 6 liegend. Also da wird er kräftig punkten. Gero Schwing will offensichtlich nochmal raus. Lässt einen Reifen wechseln. Aber so ein Boxenstopp wie in der Formel 1, 6,5 Sekunden für alle 4 Räder, da wird er jetzt nur von träumen. Die Reifen lassen natürlich von der Haftung her auch ein kleines bisschen jetzt langsam nach. 20 Runden liegen hinter uns. Und wenn dann solch brutale Duelle ausgefahren werden, wie hier zwischen Gerhardt und Ahrdorf, ist irgendwann der Grip mal ganz weg. Und dann geht es nur noch im Drift rund um die Spitzkehre und durch die Schikane. Das kann dann auch durchaus gefährlich werden. Wir sehen Rainer Noller, er ist 17. Und auch er wird gleich geschluckt, gefressen vom Führenden, von Stefan Kissling, der hier ein unwiderstehliches Rennen fährt. Auch von Alexander Schuler ist er nicht zu halten. Wolfgang Kaufmann steht zur Überrundung an, macht brav Platz, zeigt dies mit dem Blinker an. Das ist sauberer, fairer Motorsport, wie er sein sollte. Schuler, Simon an Kaufmann vorbei, der sich ganz normal hinten dran einreiht. So sollte das sein. Schönen Gruß an Herrn Seifert. Tino Altonen, immer noch vor Thomas Winkelhock, der Gesamtführende auf Rang 8 liegend. Tino Altonen im letzten Jahr noch unterwegs auf einem Hotfield und Lotz Oettinger Motorsport Golf. Hatte im vergangenen Jahr in Finnland in dieser Meisterschaft dort schon 2 eigene BMWs, die er aufgebaut hat, laufen. Mit diesen BMWs ist er dieses Jahr nach Deutschland rübergekommen, bestreitet hier die komplette Saison
Als Teamchef und Pilot in seiner Mannschaft fährt ja auch noch Mirko Strupp mit. Horst Stäbler zwischen Gerhard und Adorf macht hier ebenfalls brav Platz, will in diesen Zweikampf nicht entscheidend eingreifen. Richtig so. Und auch Gero Schwing wieder zurück, aber er natürlich weit zurückgefallen durch den Reifenwechsel. Auch er sollte jetzt dann möglichst schnell Platz machen, gar nicht so einfach auf dem engsten Streckenteil. Aber da macht er brav die Innenlinie auf. Gerhard traut den Braten noch nicht so ganz offensichtlich. Geht dennoch ohne Behinderung vorbei. Und Adorf will natürlich jetzt ebenfalls möglichst schnell Platz haben. Und es könnte genau dieses Manöver verhängnisvoll für ihn werden. So kommen sie aus der Nordkurve raus. Wird er jetzt ein bisschen innerlich fluchen, der Dirk Adorf. Da verliert er einfach den Anschluss zu Michael Gerhard, blinkt schon auf als Zeichen für Gero Schwing nach dem Motto, mach mal Platz, Junge. Und vor der Spitzkehre kommt er vorbei. Aber das hat natürlich Raum gekostet. Und 23 Runden sind derweil absolviert. Nissen nähert sich an den Golf von Thomas Klenke an. Hier geht es um Position 3. Und dass die Scheinwerfer hier zunehmend aufgeblendet werden, ist kein Zufall, denn es wird immer dunkler über der Avus. Aber Chris Nissen will sich da mit Sicherheit auch bemerkbar machen. Will sich Thomas Klenke deutlich zeigen, ihm signalisieren, dass er in dieser Endphase des Rennens sehr, sehr schnell unterwegs ist und Klenke demnächst mit einer Attacke zu rechnen hat. Noch 5 Runden. Erstes Ausscheren von Chris Nissen hinter Thomas Klenke. Der hat keinen vierten Gang und das merkt man beim Herausbeschleunigen auf dieser langen Gerade. Der sauberere Beschleunigungsweg bei Chris Nissen im Hohenester Golf und das nutzt er gnadenlos aus, zieht vor der Spitzkehre an Klenke vorbei. Aber da kann er sich nicht richtig wehren ohne vierten Gang. Pech für Thomas Klenke. Hier geht es im dritten durch, da kann er das Tempo von Chris Nissen problemlos halten. Nur das die Passage, wo man kurzzeitig mal in den vierten hochgeht. Und sofort ist der Abstand zwischen Nissens Golf und dem von Thomas Klenke wieder ein kleines bisschen größer. Und jetzt sollte er in der Lage sein, sich einen kleinen Vorsprung herauszuarbeiten, der Chris Nissen. Beim Hochschalten, beim Rausbeschleunigen aus dieser Nordkurve auf die lange Startzielgerade hinaus. Und er sollte an Rainer Noller herankommen, möglichst noch vor der Spitzkehre, aber daraus wird nichts. Denn der Rainer Noller, er steht hier zum Überrunden an. Kissling vor Schuler, Nissen, Klenke, Gerhard und Adorf. Das momentan die Spitze im Feld. Dahinter liegen Altonen und Thomas Winkelhock, der Gesamtführende auf Rang 8. Im Moment dahinter ausgezeichnet einmal mehr Marc Strelo auf dem Citroën Xara. Der DTC-Neuling, er schlägt sich wirklich formidabel gleich hier zu Saisonbeginn. Fairplatz Rainer Noller. Will gar nicht erst in den Ruch geraten, dass er Chris Nissen aufgehalten hat. Postiert sich jetzt direkt hinter den Hohenester Golf. Will natürlich vom Windschatten ein kleines bisschen profitieren. An seinem BMW das gleiche Phänomen wie bei Markus Gedlich, der auf Rang 11 liegt, der Teamkollege von Rainer Noller. In der Endphase des Rennens verlieren sie einfach Öldruck und damit natürlich auch enorm an Leistung. Aufgrund des gleichen Phänomens ja die beiden Motorschäden im Team von Rüdiger Julius,
davon auch Patrick Ulrich betroffen. Die haben ihre Motoren bereits im Zeittraining aufgearbeitet, waren in den beiden Rennen hier auf der Avus leider nicht mit dabei. Das hat den Gesamtzweiten Rüdiger Julius nach den beiden Läufen in Oschersleben natürlich enorm gewurmt. Er sieht sich hier ein bisschen um seine Meisterschaftschancen gebracht. Chris Nissen liegt 10,3 Sekunden hinter dem führenden Stefan Kissling. Das wird für eine Schlussattacke nicht mehr reichen. Alexander Schuler seinerseits 5 Sekunden vor Chris Nissen. Da haben wir den Führenden vorne mit dem roten Kissling Calibra. Der Stefan, der sympathische junge Mann, sehr bescheiden. Gestern noch mit der Familie ein bisschen zusammengesessen. Der Siegespokal dick auf dem Tisch bei Kaffee und Kuchen. Natürlich gelöste Stimmung in der gesamten Familie. Der Umstieg vom GT Cup in die DTC hat blendend funktioniert. In der Gesamtwertung ist er momentan noch auf Rang 3, aber das wird sich nach diesem Lauf ändern. Und wie er den gestrigen Abend noch begangen hat, das erzählt er uns am besten selber. Ein bisschen gefeiert wird schon, nur allzu viel können wir uns natürlich nicht erlauben, weil morgen, wie gesagt, noch ein Rennen ist. Aber der Zeitplan ist hier ziemlich eng gesteckt, besonders heute mit 2 Zeittrainings, einem Rennen. Da bleibt nicht viel Zeit für irgendwelche anderen Dinge, aber morgen haben wir ja zum Glück morgen Nachmittag das Rennen. Also, er hat gut ausgeschlafen, ist hellwach, wie er hier in diesem Rennen zeigt. Da wird er einen gewaltigen Satz nach vorne machen, das gibt 50 weitere Punkte für ihn, wenn der nichts mehr dazwischen kommt, dann hat er insgesamt 144. Und damit rückt der Thomas Winkelhock gnadenlos auf die Pelle, wenn der auf Rang 9 bleiben sollte. Auf dem Platz, auf dem er momentan rangiert. Johannes Rehm im Calibra bereits in Schlagdistanz für Stefan Kissling. Der weiß natürlich um seinen Vorsprung, bekommt das permanent von der Boxenmauer signalisiert mit einer Tafel. Er ist da gut auf dem Laufenden, der weiß sich sein Rennen genau einzuschätzen. Der lässt sich hier, wenn es denn keinen technischen Defekt geben sollte, die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Rennsportmechaniker aus Bottrop. Ab 93 hat er den Vidol Langstreckenpokal bestritten, ab 96 dann den ADAC GT Cup. War Fahrer des Jahres im GT Cup, 96 Gesamtvierter. Und ist Sieger dieses Rennens. Doppelerfolge also für Stefan Kissling auf der Avus in Berlin. Bei diesem Rennen, das zum allerletzten Mal durchgeführt wurde. Also da geht er wahrlich in die Geschichtsbücher ein. Er, der letzte Avus-Sieger überhaupt. Tolles Rennen, Riesenleistung von Stefan Kissling. Und wie konstant gut dieser Opel Calibra läuft, der mitunter auch vom Vater vorbereitet wird. Da wird er den anderen eine gute Denkaufgabe mit in die fünfwöchige Pause gegeben haben, der Stefan Kissling. Auf Rang 2 Alexander Schuler auf dem Wolf Racing Ford Escort RS 2000. Dahinter Chris Nissen im Hohenester Golf. Thomas Klenke, trotzdem er keinen vierten Gang mehr hatte über weite Strecken des Rennens. Gesamtvierter heute. Alle Achtung. Riesenerfolg also auch für Oettinger Motorsport heute auf der Avus. Dahinter dann Michael Gerhardt und Dirk Adorf auf Rang 6. Wir sind gleich zurück. Ich glaube, dein Erfolg liegt auch daran, dass du ja auch immer noch an dem Wagen selber mit schraubst. Ja, ich bereite die Technik auf jeden Fall mit selber vor. Und da weiß man natürlich schon, was aus dem Auto rauszuholen ist. Und mit dem Wochenende, komplettes Wochenende, war ich super zufrieden jetzt und hat alles spitze geklappt. Wir haben vorhin gehört, so mit dem Feiern hast du dich gestern ein bisschen zurückgehalten. Was machst du heute Abend? Lässt du da richtig die Sau raus hier in Berlin? Ja gut, wir müssen feiern werden wir schon noch ein bisschen. Nur wir müssen heute Abend noch nach Hause. Morgen früh geht es wieder ans Schaffen. Also allzu viel feiern geht heute auch nicht. Aber ich wünsche dir trotzdem alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und ich mache jetzt hier einfach weiter. Ich mache jetzt einfach mal mit dem dritten weiter. Chris, ist ja auch ein schönes Gefühl, mal wieder oben auf dem Podium zu stehen, oder? Ja, ist lange her, gebe ich zu. Also jetzt werden wir mal sehen, ob ich es noch schaffe, den dritten zu finden da oben. Und wenn es mir gut gefällt, dann werde ich mich bemühen, weiterhin weiter nach vorne zu kommen. Das fände ich schön. Wie kommst du mit dem Golf zurecht?
immer besser. Das ist ja ein gutes Auto. Aber die ganze Meisterschaft hier ist sehr, sehr eng und einheitsreifen. Und man muss lernen, das Maximale rauszuholen. Man muss sich sein Rennen relativ gut einteilen. Und ich glaube, ich war heute anfangs ein bisschen zu vorsichtig, weil zum Schluss konnte ich noch sehr gute Rundenzeiten fahren. Also werde ich nächstes Mal von Anfang an ein bisschen mehr Gas geben. Nächste Woche bist du auch schon wieder groß im Einsatz beim Lupo Cup. Im Rahmen der STW, den übertragen wir ja übrigens auch. Ja gut, ich kann nur das so sagen, ich freue mich auf diesen Job mit 20 Kindern und ich hoffe, dass einige von denen gesehen hat, wie ich hier gefahren bin, weil mit dem dritten Platz ist bestimmt nicht so schlecht. Die zwei, die jetzt erst und zweite werden, am nächsten Wochenende sagen, ich kann von diesen nicht mehr lernen und die restlichen 18, die können noch ein bisschen lernen. Alles klar, Chris, wir sehen uns nächste Woche wieder und jetzt nehmen wir auch noch den zweiten, den glücklichen zweiten, denke ich mal, Alexander Schuler, der ja jetzt erst eingestiegen hier ist auf der AWUS, aber den Rest der Saison weiterfährt für das Wolf-Team. Ja, wir fahren wahrscheinlich Rest der Saison weiter. Und wir haben das Fahrzeug gewechselt, weil meins sehr stark beschädigt war in Oschersleben. Und da haben wir gesagt, dass wir keine Punkte verlieren, für vorne fahren, haben wir dann diesen Weg gewählt. Ja, und mit Erfolg, muss man wirklich sagen. Auf geht's zur Siegerehrung und ich gebe nochmal ganz schnell ab zu Peter Kohl. Ja, der Deutschland-Ford-Motorsport-Chef Jürgen Klauke, der hat das mit Sicherheit mit aufblühendem Herzen vor dem Fernseher verfolgt in Köln. An dieser Stelle auch schöne Grüße, Riesenleistung von Alexander Schuler auf dem Ford Escort. Sie sehen das Ergebnis eingeblendet. Thomas Winkelhock, der bis dato Gesamtführende, auf Rang 8 mit der 60 Kilo Zuladung. Ich denke, alles in allem wird er auch ganz zufrieden sein mit diesen beiden AWUS-Läufen. Jetzt kann er erst einmal wieder Gepäck auspacken. Bis zum nächsten Durchgang. Marc Strelo zum ersten Mal unter den Top 10. Chapeau kann ich da nur sagen vor dem DTC-Neuling. Auf den weiteren Plätzen Markus Gedlich. Mirko Struck hat seinen Chef nicht weit hinterher gestanden. Tino Altonen, siebter, eher auf Rang 13. Also auch das eine schöne, geschlossene, mannschaftliche Leistung. Wir schauen uns dann nochmal den aktuellen Punktestand an, hoffe ich. Denn der dürfte hochinteressant sein. Und da gibt es nur mehr 6 Punkte Vorsprung von Thomas Winkelhock vor Stefan Kissling. 9 Punkte dahinter Chris Nissen. Also an der Spitze geht es ungeheuer eng zu. Wir dürfen uns auf den nächsten Durchgang freuen. Das wird unglaublich spannend für den Rest der Saison. Tolles Rennen also hier auf der AWUS. Und zu Recht stehen da oben drei Herren jetzt gleich bei der Siegerehrung, die ein ganz beherztes Rennen gezeigt haben, die sich ihr Rennen gut eingeteilt haben. Chris Nissen immer noch so ein bisschen in der Lernphase auf dem hohen Ester Golf. Und da wollen wir gleich mal genau hingucken, ob er noch den dritten Podestrang findet. Der Mann, der so viele Erfolge schon in seiner Rennsportkarriere hat feiern können. Triumphator, aber an diesem Wochenende uneinholbar für die gesamte Konkurrenz. Stefan Kissling, zweimal Pole Position, zweimal Platz 1 im Rennen. Also das ist nicht mehr steigerungsfähig. Und auch er wird gleich eins dieser schnittigen 3000 Mark teuren Rennräder von Radsport Schauf überreicht bekommen, wenn er denn noch eine freie Hand hat. Er wird heute Abend so einen kleinen Zusatzanhänger für sein Gefährt brauchen, für die Heimfahrt, dass das alles noch reinpasst. Pokale zuhauf, Fahrräder. Mein lieber Mann, hier gibt es also doch einiges zu gewinnen in der DTC. Alexander Schuler und Chris Nissen. Schönes Triumphirat da oben auf dem Siegerpodest. Ja, und wer will da nicht küssen? Na, einmal reihum. Volles Auskosten. Ich würde es nicht anders machen. Die Nationalhymne zu Ehren der drei Erstplatzierten. So, Stefan, für dich die Hymne, aber für euch der Applaus. Hey, Stefan, schau mal, jetzt kannst du noch mal richtig nachmachen, die Kollegen. Mit der
liebe Zuschauer, ich habe es ja am Anfang der Sendung schon mal kurz erwähnt. Es ist definitiv das allerletzte Rennen hier auf der AWUS. Eine Tradition nach 77 Jahren geht zu Ende. Wir haben schon lange darüber gesprochen. Es ist auch viel passiert hier und die eine oder andere Tragödie vor allen Dingen. Und jetzt neben mir, da steht Frank Hertmann, Dr. Frank Hertmann. Er ist Projektleiter des Lausitzrings. Und der Lausitzring, der soll ja irgendwann mal in die Fußstapfen der AWUS treten. Wie sieht es denn da aus? Wir haben schon viel gehört vom Lausitzring, aber der erste Spatenstich, der lässt immer noch sehr lange auf Sie warten. Das ist ein sehr großes Projekt. Die Behörde, die Genehmigungsbehörde, das Amt für Emissionsschutz in Kotzbutz hat jetzt angekündigt, dass wir Ende der nächsten Woche oder übernächsten Woche, Anfang der übernächsten Woche die Baugenehmigung erhalten und dann wird es unmittelbar losgehen mit den ersten vorbereitenden Maßnahmen. Gut, und wann wird dann diese Strecke wohl fertig sein? Wie lange wird das dauern? Wir haben uns fest vorgenommen, bis Ende 1999 fertig zu sein. Das heißt, im Jahr 2000 sollen die ersten Rennen auf dem Lausitzring laufen. Ein riesiges Kostenvolumen erwartet Sie da auch. Die Rede ist von 300 Millionen Mark. Wie bekommen Sie das Geld zusammen? Ja, die Strecke ist zunächst einmal eine Brandenburger Strecke. Das Land Brandenburg fördert den Lausitzring mit 240 Millionen Mark. Und die restlichen 70 Millionen Mark werden über einen Kredit der Landesbank Berlin bereitgestellt. Gut, da oben, da geht es jetzt endlich ordentlich los hier im Hintergrund. So, jetzt zum letzten Mal hier eine Siegerehrung. Herr Gottlieb, er ist der Rennleiter hier. Er ist auch ganz traurig, eine kleine Träne verdrückt. Bleiben Sie ruhig hier, Herr Hertmann. Wie kommt es denn jetzt eigentlich, dass es jetzt wirklich definitiv das letzte Rennen ist? Oder ist es nicht das letzte Rennen? Also in der Form schon, das muss man deutlich sagen. Wir werden nächstes Jahr mit Sicherheit irgendetwas rund um den Motorsport machen. Eine Abschiedsparty, vielleicht mit historischen Autos, ähnliches. Aber ein Rennen in dieser Form war das hier wirklich das definitiv letzte Mal. Der Zuspruch war in den vergangenen Jahren auch sehr, naja, zwiespältig. Viele wollten schon gar nicht mehr hierher kommen, das muss man wirklich schon sagen, weil es gab ja schon doch den ein oder anderen sehr schlimmen Crash. Wir haben hier schlimme Dinge erlebt, ohne Frage. Nur, man muss es relativieren. Das sind Dinge, die auf jeder Strecke passieren können. Dadurch gut, haben wir ein bisschen an Ruf und an Sicherheit verloren. Ganz sicher muss man zugestehen, wir haben keine Auslaufzonen, wir haben keine Kiesbetten. All das ist ja jetzt in die Zukunft gerichtet dann vorhanden. Insofern, die AWUS kam halt in die Jahre, 77 Jahre alt, vielleicht doch nicht mehr ganz zeitgemäß. Und von daher eine Träne im Knopfloch, aber neue Aufbruchsstimmung in Richtung Lausitz. Was passiert denn eigentlich mit der Tribüne? Weil die hat ja schon einen großen Stellenwert hier. Gute Frage. Ich habe vorhin den regierenden Bürgermeister, der weiß es selbst nicht. Die Tribüne steht unter Denkmalschutz. Ich glaube, sie wird zunächst mal so stehen bleiben. Also wir werden uns von der Pacht verabschieden. Wir haben eine symbolische Pacht von einer Mark im Jahr. Und insofern sparen wir jetzt künftig eine Mark pro Jahr als ADAC ganz gut. Und ich weiß nicht, ob was passiert, ob abgerissen wird, ich weiß es nicht. Alles klar. Herzlichen Dank, meine Herren. Und ich hoffe, wir sehen uns in Zukunft dann am Lausitzring wieder. Genau. Alles klar. Danke.